Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich wieder mal eine Episode vom FIFA Talk am Start. Das heißt, wir reden heute wieder über 5 aktuelle Themen rund um FIFA 18, 5 interessante Dinge, die in letzter Zeit passiert sind. Ich würde sagen, uns hindert eigentlich nichts mehr daran, jetzt auch direkt reinzustarten, direkt mit dem allerersten Thema. Und zwar beginnen wir die heutige Episode mit einem Trading Basics Video, welches der Nico hochgeladen hat, No Soul Gaming. Der ist auch unfassbar oft in meinen Streams dabei, also der da im Hintergrund öfter mal über Trading Kommentare im Chat beantwortet. Das ist der Nico und der hat jetzt eben einen Kanal eröffnet und da hat er direkt als erstes Video Trading Basics hochgeladen. Das finde ich verdammt gut und verdammt interessant. Da redet er einfach darum, wie man am Anfang beziehungsweise ja, wie man allgemein in FIFA 18 handeln sollte, um eben viel Gewinn zu machen. Und dabei geht es auch zum Beispiel darum, wann welche Ereignisse passieren in einer Woche, was Montag passiert, was Dienstag passiert und so weiter und so fort. Und dieses Video habe ich euch einfach mal verlinkt und mich würde es persönlich auch sehr freuen, wenn ihr ihn dort supportet, denn der hat mich in letzter Zeit auch einfach supportet, indem er sehr, sehr oft im Stream dabei war und dort auf den Chat geachtet hat und so. Und deswegen will ich da auch was zurückgeben. Aber es ist natürlich auch ein super Video. Also ich habe es mir angesehen und es gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, dieser Kalender, was so pro Woche passiert, das finde ich sehr, sehr gut. Also wann zum Beispiel neue Ligen-SBCs kommen könnten und so. Sowas beantwortet er auch in diesem Video und deswegen solltet ihr das unbedingt mal abchecken. Weiter geht's mit einem Bug, den mir ein Abonnent und zwar der Steve reingeschickt hat. Der ist auch unfassbar oft in den Streams dabei und ja, man sieht hier, die Werte werden nicht angezeigt von den Spielern und jeder einzelne Spieler hat eine Trainingskarte drauf, obwohl er die natürlich nicht draufgegeben hat. Das wäre ja komplett unnötig gewesen und ja, sehr, sehr komisch. Wieder mal ein Bug von FIFA 18 oder in FIFA 18. Schreibt mir dazu in die Kommentare, hattet ihr diesen Bug auch schon? Und wenn ihr irgendwelche heftigen Bugs hattet, Leute, dann schickt mir die unbedingt gerne auf Instagram oder auf Twitter oder so, damit ich die eben auch vielleicht in eine neue Episode vom FIFA Talk reinpacken kann. Und diesmal auf jeden Fall ein Dankeschön an den Steve, der mir hier diesen komischen Bug reingeschickt hat, wo jeder Spieler ohne Werte angezeigt wird und mit einer Trainingskarte drauf. So Leute, beim dritten Thema geht es um einen Trading-Tipp, um einen kleinen Trading-Tipp von meiner Seite aus. Und zwar bin ich drauf gekommen, dass man mit seltenen Spielern, die eigentlich nicht viel wert sein sollten, gut traden kann. Und zwar kann man die auch wieder leicht überteuert reinstellen. Und zwar kauft man die zum Beispiel für 800 Münzen durch Erbieten und stellt die dann einfach für 1400 Münzen circa rein. Das Ganze funktioniert im Moment sehr, sehr gut, weil diese La Liga Premium SBCs noch da sind und viele Leute diese SBCs machen, weil sie eben diese Packs fürs Team of the Year nehmen wollen. Ich weiß nicht, ob es danach auch noch so geht, also schaut einfach mal, ob es dann auch noch funktioniert. Aber ich würde es euch einfach mal raten, das Ganze so auszuprobieren. Und allgemein müsst ihr immer jeden Spieler einfach ein bisschen teurer reinstellen, als er auf dem Markt ist. Zum Beispiel Ederson habe ich vorhin einfach mal für 5000 Münzen mehr verkauft. Das Ganze geht, weil die Leute einfach nicht genau schauen, weil der Preis immer ein bisschen schwankt. Zum Beispiel Ederson, sagen wir, der steht jetzt bei 60k, dann steht er eine Stunde später vielleicht bei 65k, zwei Stunden später wieder bei 60k. Keine Ahnung, das schwankt immer hin und her, deswegen würde ich euch raten, immer jeden Spieler, den ihr verkauft, auch unfassbar teure Spieler, immer teurer reinzustellen, als sie eigentlich wert sind. Einfach um ein paar Prozent mehr, damit ihr da auf jeden Fall auch Coins spart, indem ihr natürlich nicht die EA-Gebühren so heftig dann bezahlen müsst. Und ja, das Ganze würde ich euch raten, immer alles, was ihr verkauft, ein bisschen teurer zu verkaufen. Viertes Thema, es wird demnächst ein Ereignis auf euch zukommen, welches viele vielleicht noch nicht mitbekommen haben, beziehungsweise wo viele noch nicht drauf geachtet haben, und zwar sind das die Wintertransfers, die bald durchgeführt werden, und ich bekomme gerade einen Anruf von meiner Mom, sehr nice. Hallo? Ja, okay, passt, dann mache ich mich langsam fertig. Gut, passt. Ja, passt, tschüss. Perfekt, meine Mom ist einfach in 10 Minuten da und dann muss ich los. Das heißt, wir müssen das ganze Video jetzt schnell fertig machen hier. Also, die Wintertransfers, die kommen bald auf uns zu. Im letzten Jahr haben die Anfang Januar gestartet und gingen bis Anfang Februar, also ein ganzes Monat lang. Und ja, da ist es natürlich auch wichtig zu investieren. Teilweise kann man da nämlich Gewinn machen, indem man zum Beispiel in Spieler investiert, die in eine Liga wechseln, die es nicht in FIFA gibt. Bestes Beispiel ist die chinesische Liga. Zum Beispiel Bakambu, glaube ich, ist jetzt in die chinesische Liga gewechselt. Und da kann man Gewinn machen, weil der wahrscheinlich dann nicht in den Packs ist. Ich weiß nicht, ob der jetzt im Winter schon wechselt oder erst im Sommer. Ich habe auf jeden Fall im Chat mal gelesen, dass Bakambu gewechselt ist. Und da müsste man dann zum Beispiel in Bakambu investieren. Holt euch da einfach 2-3 Stück, behaltet die für ein paar Monate oder ein paar Wochen und schaut dann, ob sie gestiegen sind. Da kann man nicht allzu viel Verlust machen, wenn ihr das mit günstigen Spielern macht. Und ich habe euch da auf jeden Fall noch zu den Wintertransfers ein Video verlinkt, wo ihr die ganzen Wintertransfers aufgelistet habt. Die Wintertransfers, die zu 100% bestätigt sind und dann noch Gerüchte von Spielern, die eben vielleicht wechseln werden. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gutes Video. Deswegen dachte ich mir, haue ich das einfach mal in die Beschreibung. Da seht ihr eben einen Überblick über die ganzen transferierten Spieler aus diesem Winter.
Okay, als letztes habe ich jetzt einfach noch die Top-Partien-Lösung für euch am Start. Und zwar, ja, ist das einfach jetzt die Lösung. Ihr seht es eingeblendet. Ist nichts Besonderes. Ich wollte euch das aber dennoch zeigen, denn ich wollte nicht unbedingt ein extra Video dazu machen. Das fand ich irgendwie bei den Top-Partien nicht wirklich nötig, weil die Packs dann doch nicht so geil waren. Und ich dachte mir aber trotzdem, falls die Leute das lösen wollen, hier habt ihr zum Beispiel 4 mögliche Lösungen, die ihr anwenden könnt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch anders bauen, aber so wäre das auf jeden Fall eine günstige Möglichkeit. Und das sind die Lösungen zu den dieswöchigen Top-Partien. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Mich würde es freuen, wenn wir 800 Likes packen. Das ist eine hohe Marke, aber auf die Team of the Year Trading Videos haben wir jeweils über 1000 Likes gepackt. Das ist so irreal für mich, aber vielleicht schaffen wir heute über 800 oder so. Wäre auf jeden Fall krank. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt mir in die Kommentare wieso. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mir das auch gerne zeigen. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Checkt die Links in der Beschreibung auch gerne noch ab, falls ihr mich supporten wollt. Wir hören uns beim nächsten Video oder Stream wieder. Morgen werde ich streamen, wenn das Video heute kommt. Ich nehme das gerade am Freitag auf. Sonst, wenn ich es am Samstag hochlade, dann erst am Sonntag der Stream. Also morgen Sonntag. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich werde demnächst streamen, demnächst Videos machen, dies, das, anderes. Wir hören uns, haut rein und ciao.